Halbzeit in der Grand Arena Meisterschaft und heute steht es zum ersten Mal an, was ich noch nie geschafft habe, nämlich ich habe in allen meinen Accounts das Finale. Richtig genial, richtig Spaß und mal sehen, wie viele davon ich heute gewinnen werde. Ich heiße euch herzlich willkommen zur weiteren Folge von Star Wars Galaxy 4 mit der wunderschönen Grand Arena Meisterschaft. Ich bin etwas nervös, weil wo ich gerade in die Grand Arena reingerutscht bin, habe ich angefangen nervös zu werden. Vorher war es alles ruhig, alles easy, alles peasy. Und jetzt fängt es an, nervös zu werden, denn ich habe etwas, was ich noch nie geschafft habe. In allen Accounts bin ich auf, und das habt ihr ja gesehen, deswegen kann ich das jetzt schon sagen, habe ich alles ein Finale. Ich habe jeden einzelnen Gegner besiegt und zwar in 4 Accounts. Ich habe 8 Kämpfe gemacht und 8 Kämpfe gewonnen. So, was wird passieren? Wie viele werde ich gewinnen? Diese Frage werde ich hoffentlich heute jetzt beantworten können. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was meine Gegner gemacht haben. Keine Ahnung. Also, ich will nicht rein. Ich will es durchlaufen lassen und dann hoffen, dass ich trotzdem gewonnen habe. Nein, ich muss kämpfen. Oh, oh. Ach du Scheiße. Babu. Was hat der gemacht? Noch gar nichts. Babu. Also. Wir haben... Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Moment. Leute. Ich glaube was. Das wäre nicht alles. Grand Arena 10 safe. Ist gewonnen. Aber wisst ihr auch warum? Er hat nicht gesetzt. Deswegen habe ich gewonnen. Das ist safe. Anscheinend ist er überrascht worden und hat meine Truppen gesehen, was ich habe, und dann hat er gesagt, nee, macht er nicht. Ja, ihr seht schon, er hat nichts gesetzt. Okay, das ist auf jeden Fall eine nicht so einfache Situation. Also, wir machen diesen ersten Kampf mit Palpatine. Setzen dazu Kylo Ren und Count Dooku. Auf geht's. Damit ich da schon mal durchkomme. Das wird auf jeden Fall nicht leicht werden. So. Also, Moment. Wir setzen das hier und auf General Grievous. Oh, der hat 4, der hat 3, der hat 4. Okay, wir machen das auf Yoda. Das hat nicht funktioniert. Der macht einen Konter. Fähigkeitenblockade, jawohl. So, wir müssen Yoda als erstes down kriegen. Ja. So. Gut, jetzt habe ich schon mal etwas leichter. Wird deswegen trotzdem. So, wen müssen wir als erstes? Ihn hier. So. Okay, also, wir machen das gleiche Spielchen nochmal. Okay, auf diesen beiden werden die Stacks nicht sitzen. Deswegen werde ich ihn ganz normal angreifen
Und auf ihn werde ich das hier setzen, weil die Stacks sitzen sowieso nicht. Es geht darum, auf bei dem sitzen jetzt 9. Mal sehen, ob das langt. Jawohl, 139.000. Das ist doch schon eine schöne Zahl. So, jetzt schauen wir, dass wir Grievous erledigen können. Moment. Können wir im Schock verpassen? Nein, das hätte mich aber gewundert. So, jetzt machen wir natürlich mal die Buffs entfernen. Er hat immer, die haben alle Zähigkeit. Dann machen wir das bei ihr. Fähigkeitenblockade wird nicht sitzen. Das ist jetzt unglücklich. Aber der ist, ja. So, jetzt hat nur einer noch Zähigkeit weg. Hoch. Genau, die Stacks sitzen bei ihm. Bei Kyle, bei Doku. Das passt. So, jetzt machen wir beide wie... Ach, die können... Stimmt, ich brauchte Seta erst. Verdammte Tat. So. So, jetzt haben wir's. Punktezahl ist egal. Hauptsache gewonnen. So, was hat er für ein Schiff? Jawohl, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Jetzt hat er natürlich dieses Team hier. Und mit Brut Alpha. Das ist natürlich interessant. Jetzt muss ich natürlich meine eigene Brut Alpha. Alles andere würde nicht funktionieren. Das würde alles nicht funktionieren. Soldat. Diesmal die richtige Reihenfolge. Das würde alles nicht funktionieren, weil ich muss auf seinen... ich muss auf seinen Brut Alpha als erstes losgehen. Sonst wird das nicht. So, der hat Fähigkeitenblockade. So, genau. Fähigkeitenblockade. Auf ihn jetzt auch gleich Fähigkeitenblockade. Genau, sehr gut. Weiter Fähigkeitenblockade auf ihn. So. Auch auf Gedi-Konsul. Jawohl, der hat auch jetzt Fähigkeitenblockade. Und zum Schluss auf den Soldaten. Der soll mir nicht zu... Jawohl, jetzt hat er mir verpasst. Das ist aber in Ordnung. Okay. Dann tun wir den Soldaten gleich mal rausnehmen. Und sofort Sidious hinten dran. Und jetzt kann man eigentlich das auf Auto durchlaufen lassen. So. Das ist jetzt, der zweite Kampf ist jetzt safe gewonnen. Es ging nur hauptsächlich um Brut Alpha. Okay, der kann kein, nicht so viel Schutz und Gesundheit aufbauen. Das funktioniert nur in anderer Form. Dass er richtig mit den ganzen Unterstützungsangriffen, dass sie Schutz und Gesundheit aufbauen. Und deswegen easy. So, zweite Runde. Safe. Also. Jetzt hat er natürlich das hier. Das ist jetzt sein stärkstes Team. Okay. Ich mache es jetzt als erstes. Ich gehe natürlich mit meinen Jedis rein. Und zwar einzig und allein, um ihn ein bisschen mürbe zu machen. Ich vermute mal, ich werde diesen Kampf nicht gewinnen. Aber ich werde es probieren und ihn ein bisschen mürbe machen. Vielleicht kann ich ein oder zwei rausnehmen. Das wäre auf jeden Fall ganz praktisch. So. Aber es schaut schlecht aus. Aber das hätte mich auch persönlich gesehen gewundert.
Ja. Nummer 1. So, der hat schon mal der erste. Weg mit dem. Okay. So, jetzt ist der erste schon mal raus. Jetzt kann ich auf General Kenobi hinarbeiten. So, wir schicken sie vor. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Vor allem, weil der ständig dieses scheiß Weitblick bekommt. Jedes Mal Weitblick. Das heißt, immer ein Angriff wird nicht sitzen. So, jetzt ist er betäubt, aber sofort hat er Weitblick. Das heißt, immer ein Angriff wird nicht sitzen. Jetzt ist er wenigstens schon mal red. So, einmal. Ah, immer noch nicht. Jetzt kriegt er wahrscheinlich wieder... Ah, jetzt ist er raus. Oh, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. So, jetzt kann ich noch an ihr arbeiten. Solange bis ich meine Truppe verloren habe. Wenigstens kann keiner tanken. So, sie ist raus. Okay. So, Fähigkeitenblockade, jawohl. Aber ich werde trotzdem verlieren. Das macht aber überhaupt nichts. Nochmal ein bisschen Buffs aufbauen. Genau. Ist genau das passiert, was ich gehofft habe, aber ich habe 3 Leute rausgenommen. 3. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. So. Meine letzten. Paar Debuffs. So, jetzt ein Fracture. Und jetzt müssen wir an ihm arbeiten. Ja. Sehr gut. 39 Punkte ist in Ordnung. Wie gesagt, für mich zählt nur ein Sieg. Das zählt für mich, alles andere ist für mich egal. Weil gewonnen habe ich schon. Hey, Division 10 und mein erster Sieg ist doch geil. Okay, wenn der Gegner nicht angreift, ist natürlich kein allzu ehrlicher Sieg, muss man leider sagen. Nichtsdestotrotz, ein Sieg ist ein Sieg, muss man sagen. Ein Sieg ist ein Sieg. Also, als erstes gehen wir auf Vader los.
kommen, tanken. Jawohl. Betäuben, jawohl. Eieiei. Ah, oh, unglücklich. Oh, nee. Ach du Scheiße. Ah, ob da genug Schaden rüberkommt? Ja, sehr gut. Ich will Vader raus haben. Unbedingt. Hauptdamage-Dealer. Jetzt tankt der. Das ist jetzt extrem unglücklich. Man sieht, ob die Schocke. Nein, der hat noch nicht genug Schaden aufgebaut. So. Okay, der erste ist raus. Der nächste. Und jetzt hole ich mir meinen Walshadriden und erledigen sofort Ahsoka, weil die kann jetzt richtig böse noch sein. Und das hat funktioniert. Ha! Ohne ein Schiff zu verlieren. Gewonnen! So. Und damit habe ich meine erste Grand Arena Meisterschaft gewonnen. Und was bekomme ich dafür? 2 Setas. Ja, also dann bleibt es dabei. Ich werde Ende. Ich habe es ja in meinem letzten Projektvideo gesagt, in der Folge 100, Tag 139. Dass ich mit Anfang nächster Woche in der Lage dazu bin, also Montag, mein nächstes Seta zu verteilen. Und es schaut sehr, sehr gut aus, dass es wirklich der Fall ist, weil es kommen 2 Setas noch dazu. Das heißt, ich habe jetzt aktuell, werde ich 13 haben, dann haben wir 15, 17, dann haben wir es 15. Ja, nächsten Montag habe ich es. So, liebe Leute, das war Finale Nummer 1, Safe und Sieg. Mal sehen, ob es so bleibt. Ich hoffe es, ich bin zuversichtlich, dass es mir bei den anderen auch gelingt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt in Division 4. Herzlich willkommen in Division 4. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Angriffsphase, mit der nächsten Grand Arena Runde. Hier in Division 4 war es natürlich das gleiche, ein absoluter Erfolgskurs. Ich bin richtig im Run, also es läuft sehr, sehr gut. Ich habe auch schon am Ende des letzten Videos gesagt, das wäre definitiv ein Livestream wert, aber heute Abend komme ich wahrscheinlich erst so gegen 21 Uhr nach Hause und ich bin leider nicht alleine und ich müsste meinen PC in einem anderen Raum aufbauen und am Laptop würde das nicht gehen, da kann ich die Aufnahme nicht machen, deswegen lasse ich es am besten. Also deswegen, es tut mir leid, das wird alles erst für die Zukunft geplant werden. So leid es mir tut. So, jetzt geht's los. Ergorilla. Ergorilla hat mit ihren Darth-Rebern. Nein, Jedi-Rebern. Okay. Aber er hat Darth-Rebern. So, mal sehen, was er in die Verteidigung gesetzt hat. Bin irritiert. Der hat nichts in die Verteidigung gesetzt. Der hat überhaupt nichts in die Verteidigung gesetzt. What the? Das könnte was werden.
Das könnte was werden. Also der hat alles in den Angriff gesteckt. Aber das ist nicht sicher. Das ist überhaupt nicht sicher. Er kann genauso gut... Also das ist momentan sein stärkstes Team. Okay. Also. Das Team nehmen wir raus. Mit Palpatine. Also, das Team nehme ich mit diesem Team hier raus. Das sollte wirklich kein großes Problem sein, weil keine Setas drauf liegen, gar nichts. So, das machen wir auf ihn. So. Das gibt einen Konter, genau. Das gibt wieder einen Konter, aber das ist in Ordnung. Jetzt gibt es ein paar Debuffs und dann haben wir ein Fracture rein. So, genau. Dann einmal hier das hier. Ja, der Ton macht wieder Schwierigkeiten. Da ist einfach zu viel Action. Fähigkeitenblockade. Langt nicht. Und? So, jetzt haben wir den. Können wir den betäuben? Nein. Jetzt ist er schneller. Jetzt kriegt er wieder ein Fracture ins Gesicht. So, das langt für ihn hier. So, 61 Punkte, das war schon mal ein guter Anfang, aber wir sehen uns gleich. Auf geht's, nächste Runde, nächstes Glück, ja. So, also ich muss natürlich jetzt sehr schlau spielen, weil er sei alles, also ich weiß ja nicht, was er jetzt da dahinter in die Verteidigung gesetzt hat, in die zweite Reihe. Deswegen kann ich jetzt nicht mit meinem vollen Potenzial angreifen. Aber ich werde trotzdem jetzt in diesem Fall mit meinen Geonosianern kämpfen. Ich habe danach immer noch genug übrig, damit ich die Hinterhand und die Vorderhand noch erledigen kann. Aber die Geonosianer gegen die Klone ist auf jeden Fall ein guter Konter. Auf geht's. Mit etwas Glück schaffe ich sogar die vollen 60 Punkte. Es ist kein Seta drauf, also mein Hauptziel ist Rex.
Genau. Ja, okay, es wären kein. Eieiei, das wären keine. Siebenundfünfzig Punkte, okay. So, jetzt haben wir das. Zwei Punkte fehlen jetzt schon mal. Mal sehen, was. Also, er hat wirklich alles in die Verteidigung gesteckt. Okay. Dann. Das hier mache ich mit einem Solo. Nämlich mit Han Solo. Dann habe ich nämlich schon mal meine fehlenden Punkte ausgeglichen. So, als erstes weg. So. So, jetzt erledigen wir den nächsten. Dreiundsechzig Punkte. Damit habe ich schon mal meine Punkte wieder aufgeholt. Genau, jetzt bin ich einen Punkt in vorne. So, jetzt habe ich noch drei Kämpfe vor mir. Also, ich habe mein Widerstandsteam, ich habe mein Jedi, Revan-Team und mein Padme-Team habe ich noch. Jetzt muss ich aber genau richtig agieren, wen mit wem ich was erledige. Also, das hier mache ich mit meinem Jedi-Revan. Das hier mache ich mit meinem Padme-Team. Und das davon mit meinem Widerstandsteam. Genau. Das muss ich auf jeden Fall mit meinem Jedi-Revan-Team machen. So. Ich visiere jetzt die alte Dacke an. So, der erste. So, der zweite. So, jetzt den Zombie langsamer machen. Noch langsamer den Zombie machen. So, dann ist der schon mal raus. Dann ein paar Buffs verteilen. Okay. Wir greifen mit. So, 61 Punkte, sehr gut. Gut, 2 Punkte bin ich jetzt in Front. Auf geht's. So. Nee, sie macht sich. Gut. Kann man ihn betäuben?
Sehr gut. Sehr gut. Jawohl, das schaut doch hervorragend aus. So. Ihn will ich weghaben. Passt. Dann tun wir ihn hier rausnehmen. So. So, jetzt hat Schutz aufgebaut, fast wieder komplett. Basics. Zugleiste. Basic. Der soll noch was aushalten. So, Illuminate Destiny. Jawohl. 61 Punkte. Perfekt. Perfekt. Genau das, was ich haben wollte. So, jetzt haben wir 3 Punkte, bin ich in Front. Dann, das hier machen wir mit Padme. Alt, stopp. Genau. Auf geht's. So, nehmen wir sie gleich raus, dann Iskos, sehr gut, dann Alt Luminara, einundsechzig Punkte, perfekt. Gut, das schaut doch hervorragend aus. Jetzt bin ich 4 Punkte in Front. So. Also, wir nehmen natürlich jetzt meine Geonosianer. Und wir lassen 2 frei. Alle Fähigkeitenblockade, sehr gut. Jetzt heilt er. Da der erste ist raus. Der zweite ist raus. Einen Angriff konnte er machen. Und der dritte geht raus. 67 Punkte, das ist doch mal eine Schlagzahl. 67 Punkte. Hätte ich sogar noch besser machen können. Hätte ich sogar 71 haben können. Aber 67. Endergebnis? 1764 Punkte. Das ist eine Hauszahl. Das muss er erstmal schaffen. Also wenn er mich mit 1764 Punkten schlagen kann, hat er es verdient. Muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Dann hat er es wirklich verdient. Weil das ist eine sehr, 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 sehr gute Zahl. Weil noch ein bisschen besser würde einfach nicht. Dazu muss man ja, ihr seht es hier, das gleiche Schlagzahl, 1764 Punkte hier und hier 1747, da habe ich schon mal ein bisschen schlechter gespielt, aber es lag auch am Gegner. Also er muss auf jeden Fall richtig gut spielen, damit er da gut vorankommt, dass er gut durchkommt. Oh, den habe ich schon fast durch. Sehr schön. 2 Stück noch und dann habe ich's. Also hier ist es natürlich nicht sicher, aber die Chance ist
sehr, sehr groß. Weil mit dieser Punktzahl muss er erstmal nicht schlagen. Muss man dazu sagen. Also Leute, wir machen weiter mit Division 3. Herzlich willkommen, Division 3, demnächst Division 2. Also Mama und da diesmal eine gute Runde. Ich muss aber in diesem Fall aber auch sagen, ich habe mich jetzt nicht gezielt in Division 3 gehalten, sondern ich bin ganz normal in Division 3 geblieben und zwar freiwillig. Nur jetzt bin ich aufgestiegen in Division 2, weil ich habe jetzt die 3,8 überschritten. Die 3,8 Millionen bin ich jetzt da durch, also werde ich in nächster Runde in Division 2. Das heißt, zwei Großkampfschiffe. Und daran muss ich jetzt arbeiten. Das ist mein großes Hauptziel, weil ich habe momentan nur fünf Großkampfschiffe und ich bräuchte Minimum 6. Das siebte werde ich nicht schaffen, aber 6 sollte ich erreichen. Es wird knapp, es wird verdammt knapp. Ich hoffe mal, dass es mir, dass also von der Kohle erlangt, aber der Rest halt nicht. Aber dazu werde ich dann später mehr dazu sagen. Also nicht in diesem Video, sondern in einem anderen Video, weil das kommt zu einem anderen Video mit dazu, was demnächst auch noch. Also ihr werdet vermutlich mal das Video, von dem ich jetzt gerade rede, schon gesehen haben, bevor ihr das hier seht. Also, hier schaut es natürlich genauso aus. Auch da ist ein Finale drin. Also aktuell schaut es ja so aus. Ein Finale safe, das zweite unsicher, aber gute Chancen. Mal sehen, wie es hier ausschaut. Qui-Gon ist der Gegner. Er hat einen Darth Revan, der mit Reliktstufe 3, oh, er hat schon dieses Teil einem gegeben, das heißt mit Tempo 28, jetzt schauen wir mal an, wie schnell, 316, das könnte für mich sogar noch lange, aber es kommt darauf an, ob es in die Verteidigung gesetzt hat, das sehen wir jetzt. Nein, er hat ihn nicht in die Verteidigung gesetzt. Ja, das ist eine einfache Verteidigung. Schaut bis jetzt ganz gut aus. Bis jetzt nicht schwer. Also da komme ich überall relativ gut durch. Was hat er denn sonst noch? Jedi Reban, er hat Skywalker, den hat er. Er hat Padme. Und er hat General Grievous. Okay. Das heißt, ich muss vorsichtig agieren. Er könnte mir noch ein Ei gelegt haben. Und zwar ein ganz gewaltiges Ei. Aber danach ist es sehr mau. Okay. Alles da. So, Leute, wir sehen uns gleich nochmal. Ich muss was erledigen. Legen wir los. Also, wir haben natürlich jetzt einen relativ einfach, jetzt werden wir erstmal diesen Kampf hier mit dem Widerstandsteam rausnehmen. Ja, mit Padme. Nicht Padme, mit Padme, sondern mit Rey. Aber natürlich nicht alle, ganz klar. So wollte ich es machen. Auf geht's. Einmal und zweimal. Sehr gut. Dann den Offi. Dann unsichtbar.
So, der ist raus. Dann den TIE-Pilot der ersten Ordnung. Weg. Jawohl. Nein. Obwohl, ich würde in diesem Fall überhaupt keine Rolle spielen. Nein. Das nehmen wir ihm hier weg. Dann ein bisschen heilen. Mit ihm angreifen, damit er ein bisschen wieder... jetzt können wir die Verbrennung machen. So, und jetzt ist natürlich wie immer nur diese zwei. So, Illuminate Destiny. Jawohl. Unsichtbar. So, können wir betäuben? Jawohl, perfekt. So, Schutz aufbauen. Zugleiste wegnehmen. Mit ihm angreifen. Wieder unsichtbar machen. Jetzt soll es noch mehr Illuminate Destiny. Jetzt Zugleister entfernen. Und 60 Punkte. Perfekt. Ein guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang. So. Jetzt müssen wir natürlich Palpatine spielen. Wir machen ein Imperium-Team. Hängen wir noch mal einen Sith hinten dran. Aber wen? Genau. Machen wir die 5. So. Den betäuben. Sehr gut. Dann einmal hier. Passt. So, der kriegt jetzt den Fracture ins Gesicht, damit der schon mal ausfällt. So, jetzt schauen wir mal. Eieiei, das ist natürlich jetzt nicht gut. Ein paar schöne Debuffs. So, der ist schon mal weg. Können wir den betäuben? Nein, er betäubt mich. Verdammte Tat. So. Schutz aufbauen und den... jetzt kommt... So, der ist jetzt betäubt. So, jetzt wieder schöne Debuffs. Hey, ich will ihn betäuben. Endlich hat's geklappt. So, Fracture ins Gesicht. Jawohl. So, jetzt tun wir wieder ein bisschen Schutz aufbauen. Jawohl, perfekt. Jetzt ist er raus. So, Django ist weg. Gegen Denker brauche ich gar nicht erst probieren. Weil der macht sich jetzt nämlich... Oh, der macht sich nicht.
Vielleicht? Jetzt ist er unsichtbar. Jawohl, perfekt. Ja, sehr gut. Zwar nur 56 Punkte, aber trotzdem mit einem schwachen Imperiumsteam das Team rausgenommen. Sehr gut. Jetzt fehlen mir zwar jetzt 4 Punkte. Warum habe ich das schon geahnt? Also er hat mir natürlich jetzt ein Ei gestellt, ganz klar. Aber das Ei ist nicht so schlimm, wie ich es mir erwartet habe. So, die Geonosianer waren klar. Waren auch irgendwo schnell. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie stark sie sind. Es kommt auf die Zähigkeit drauf von Brut Alpha an. Okay, das kriegt mein... Das sollte er hinkriegen. Weil der hat immer noch eine Zähigkeit, nicht eine Zähigkeit, sondern eine Effektivität von 51% gegenüber die Zähigkeit von 30%. Es müssen nur 2 Stacks sitzen. 2 Stacks. 2 müssen sitzen. Und die sind da. Und das langt nämlich. Wenn die zwei sitzen, und schon habe ich meine Punkte wieder aufgeholt. Genau. Also, jetzt schauen wir mal an, was wir da vorne noch haben. Wir haben... Okay, dann machen wir dieses Team. Also das ideale Team ist natürlich Jedi Revan. Aber das Revan ist auch sehr gut. Deswegen machen wir das auch mit Das Revan jetzt. Weil der noch ein bisschen kampfstärker ist. Auf geht's. So, mal sehen, ob das Saugen schon langt. Ah, fast. Genau. Punkte. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Mit meinem Jedi-Reban-Team wäre es mit Sicherheit nicht besser geworden. So. Jetzt habe ich aber noch 2 gegnerische Teams. Zwei gegnerische Teams. Okay. Wir haben jetzt noch mein Jedi Revan, mein Commander Luke und meine Padme.
Die anderen lasse ich. Die anderen sind nicht relevant. So. Das Team hier. Machen wir mit Jedi Reban. Aber in diesem Fall muss ich Bastila Shan mit dazu tun, weil sie Debuffs entfernen kann. So, okay. Als erstes weg mit ihr. Kann ich ihn gleich rausnehmen? Jawohl. Kommt seine Erpressung. Gibt's wieder zurück. Wir greifen mit Jolie an. Sehr gut. Okay. Bastila Shan wäre sogar nicht notwendig gewesen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. So, und jetzt mit Padme den letzten Kampf. Auf geht's. Okay. So. Ah, sie ist die Schwächste. So, damit ist das Hauptding erledigt. Weg mit ihr. So. Das ist natürlich jetzt halt recht ungünstig gelaufen. Also alles, was man sagen kann, aber er hat sie wirklich extrem schnell gemacht. So, jetzt hat es das. Punkte ist in Ordnung. Das ist schon mal gut gelaufen. Aber trotzdem fehlen mir jetzt noch 5 Punkte. Okay. Auf geht's.
So, warte mal. Auf ihn hier. Dann ein... Dann Schutz Gesundheit, Schutz alles wieder aufbauen, dann auf ihn. Jetzt kommt bei ihm was rein. Und wieder weg. Hm. 62 Punkte, ja, ich hätte etwas mehrer gehofft. Okay. 1750 Punkte, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Zahl, aber zu wenig. Ich befürchte, das wird nicht lange. Ich sage ja, mir fehlen zwei, drei Punkte fehlen mir noch fürs Maximum. Er kann es auf jeden Fall erreichen. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber es wird auf jeden Fall nicht leicht für ihn. Erfolge habe ich 2. Also das Mindestziel ist ja eigentlich immer 1750 Punkte. Das ist eigentlich immer das Mindestziel, was ich erreichen sollte. Das habe ich jetzt in dieser Grand Arena... Beim ersten Mal nicht, bei dem nicht erreicht und beim dann, da, ja, da habe ich sogar noch besser gespielt, weil da lief es deutlich besser. Das wäre die Punktzahl, die ich gebraucht hätte. Mit dieser Punktzahl hätte ich definitiv gewonnen. 1750 ist jetzt wieder eine etwas knifflige Zahl. Er muss sich auf jeden Fall anstrengen, das ist ganz klar. Aber ob ich jetzt hier gewonnen habe, fraglich. So, liebe Leute, zum Abschluss Division 1. Herzlich willkommen zur Division 1, zum Abschluss der Grand Arena Meisterschaft in der Runde 2 der 11. Saison. Und das ist das vierte Finale. Also, eine ist, wie gesagt, definitiv gewonnen. Bei den anderen beiden ist es etwas... diffiziler. Da werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wie es hier ausschaut, weiß ich noch nicht. Lord Adam, was hast du gemacht? Du hast deine Ray in die Verteidigung gesetzt. Der hat natürlich eine galaktische Legende, ganz klar. Eieiei. Wie schnell ist sie? Also sie ist langsamer als ich. Glaube ich jedenfalls. Er hat auf jeden Fall eine starke Verteidigung. Das muss man mal ganz klar festhalten. Weil er hat seine gesamte, was er für die Ray hat, alles in die Verteidigung gesetzt. Alles. Oh, das ist übel. Das ist mehr als übel. Gib mir Kübel, mir wird übel. Und dafür ist das hier jetzt wiederum... Ja... Ich will es nicht sagen, aber ich muss es sagen, ein schlechter Witz. Was hat er noch für die, was hat er noch für den Angriff? Geriban? Beide? Grievous?
die Geos. Obwohl das für dich auch nicht sicher ist. Der hat eigentlich nicht viel für den Angriff. Also er hat natürlich Jedi Reborn und das Reborn. Und Commander Luke. Das war's. Wampa. Aber den hat Darth Vader in die Verteidigung gesetzt. Okay. Okay. Ich bin gerade am Überlegen. Wie ich, was er für mich offen noch hat. Ja, man muss dazu sagen, natürlich ist das jetzt kein ideale Kombo, weil ich hätte ja natürlich meinen Widerstand gebrauchen können für meine galaktische Legende. Aber... Es kann auch genauso gut sein, dass er alles in die Verteidigung gesteckt hat. Dass er nur ein paar Reserveteams für den Angriff übrig gelassen hat. Kann natürlich auch der Fall sein. Das habe ich natürlich auch nicht optimal gespielt, weil ich gerade in Gedanken bin, wie oder was er vorhat. Das Team ist natürlich jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ein reines Sys-Team. Aber ich muss auf jeden Fall da ein bisschen vorsichtig vorgehen. Das ist eine gefährliche Situation, eine verdammt gefährliche. Ich habe, glaube ich, sowieso auch schon das falsche Team gewählt. Nee. Ich habe zwar ein Relikte 4 Palpatine, aber das würde nicht funktionieren. Weiß ein Vader da ist, wie schnell ist denn der? 214.
Wie schnell ist denn Strong? 224. Wie ist es denn mit seinem Count Doku? 197. Also, und wie schnell ist er? Der hat mit 240 am schnellsten gemacht. Treya? Natürlich könnte ich den Easy Peasy mit Commander Luke rausnehmen. Ah ne, stopp. Mach mal auch. Gehen wir auf Nummer sicher. So, was hat er in der Hinterhand? Hoho, übel. Rebellen, komplett Rebellen. Okay. Okay. So. Das machen wir mit den Geos. Oder? Soll ich das untere? Ja, okay. Also den oberen würde ich locker mit den Geos wegballern können. Den unteren könnte schwieriger werden. Das könnte schwieriger werden. Ne, machen wir das oben. Moment, wie stark? Wie schnell ist er? Schauen wir mal schnell, wie schnell er den gemacht hat. 276, der hat den ordentlich schneller gemacht. Halt, stopp. Wie schnell oder wie stark ihn? Boah, er hat ihn auch relativ zügig gemacht. Okay, der ist extrem langsam. Der ist richtig langsam. Ja, der kommt als erstes dran und tut sein Feuer. Nee, ich gehe auf Nummer sicher. Deswegen tun wir die Geonosianer für das obere Team einsetzen. Da kommt sicher dann ein Sieg raus. Und das untere Team werde ich dann schon mit einem anderen Team, was ich noch übrig habe, halt rausnehmen dürfen. So, also. Als erstes
Jawohl. Sechzig Punkte, somit haben wir diesen Sieg schon mal eingefahren. Okay, jetzt fängt die Problematik an. Jetzt haben wir natürlich diese drei Teams. Okay, das Hauptproblem ist natürlich die galaktische Legende. Okay. Wie schnell ist er? Wie schnell hat er ihn gemacht? 275. Das ist eigentlich recht zügig. Wie schnell ist sie? 266. Also es ist relativ gut gemoddet. Also. Ich überlege, wen ich mit dazu nehme. Weil der Einsiedler Yoda wirkt ja auch auf Darth Vader. Und mit etwas Glück kann ich die Fähigkeitenblockade auf alle setzen. Schauen wir mal, ob das klappt. Also, wir brauchen Thrawn und Vatambor. Wenn es nicht klappt, habe ich sowieso verloren. Dann spielt es sowieso keine Rolle. Okay, der sitzt schon mal auf dem drauf. So. Okay. So. Genau. Das ist jetzt natürlich perfekt. Thrawn hätte ich gebraucht. Ja, damit habe ich diesen Kampf verloren. Thrawn hätte ich nämlich definitiv brauchen können. Eieieiei, das ist natürlich jetzt extrem unglücklich.
Das ist das Problem. Weil ich Thrawn am Anfang, gleich am Anfang verloren habe, dadurch ist alles schief gegangen. Ich konnte die drei wenigstens noch rausnehmen, aber das war es dann auch schon. Ich habe überlegt mit Jedi Reban, aber die anderen brauche ich ja schließlich noch für die restlichen. Das ist natürlich jetzt recht blöd. Das Problem ist, was die sind auch schon. Also, mein Jedi Reban werde ich dann. Also, schau mal, was wir noch übrig haben. Boah. Also. Welches ist das Schwierigere? Eigentlich das hier. So. Jetzt fehlt mir natürlich mein Einsiedler Yoda, aber das macht man nix. Gleich mal mit Shakti aus. Los geht's. Dann tun wir das untere Team rausnehmen und dann versuchen wir das obere Team mit Padme rauszunehmen. Und zwar setzen wir den Fracture auf Rey. Eins. So, dann schicken wir ihn vor. Jawohl. Nein, wir greifen Finn an. Genau, dann tankt er nämlich jetzt. Und dann können wir nämlich gemeinsam angreifen. Jawohl. Wir schicken... So, jetzt kommt Finn raus. So. Ja, die hält schon einiges aus. So, BB-8 weg.
Und werts mir noch ihn. Okay. War schon etwas heftiger, aber trotzdem eigentlich noch gut zu schaffen. Dann machen wir dieses Team hier mit Padme. Halt. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe das Ganze noch nicht aufgegeben. Ich habe immer noch eine Variante. Die will ich auf jeden Fall noch testen. So, also. Wen nehmen wir als erstes? Ihn, der da hinten. So. Okay, damit haben wir diesen Kampf auch safe gewonnen. Okay, dann machen wir den Kampf hier. Wen nehmen wir noch dazu? Okay. Schwierige Ausgangssituation, verdammt schwierige. Aber es waren. So, dann saugen wir jetzt mal. So, einmal unsichtbar werden. So, den isolieren wir. Dann machen wir einmal hier so. Eine Runde noch. Und dann kann ich mich ans Auslöschen wagen. So, jetzt gibt es dir mal die erste Erpressung. Das gehen wir auf ihn los. Der ist raus. Sehr gut. Das hat doch schon mal wunderbar funktioniert. Ihn will ich betäuben. Das hat auch super funktioniert. So. Nein, wir löschen Old Ben aus. Der ist ja wieder da. Stimmt, stimmt. Sie kann ja einen wieder, kann ja wieder einen wiederbeleben. Ganz klar. So, macht aber nichts. Saugen wir weiter. Dafür haben wir ja den guten alten Nihilus da. Weil da können sie machen, was sie wollen. Auslöschen kann ich wiederbeleben. Und? Den tun wir wieder wegnehmen. Ich weiß, sie wird, kann ihn wahrscheinlich wiederbeleben. Aber bis dahin ist hoffentlich Nihilus so weit, dass er den nächsten auslöschen kann.
So. Und wieder die nicht. Jawohl, perfekt. Und tschüss. So, jetzt habe ich den wenigstens auch rausgenommen. So, jetzt fehlt nur noch Ray. Da machen wir... Glaube ich zwar nicht, dass das klappt. Ei, Scheiße! Nein, schaffe ich nicht. Ja. Weil sie zu schnell ist. Tja, Pech gehabt. Leider Gottes diese Runde verloren. Leider Gottes diese Runde verloren. Also, einen Kampf gewonnen, einen Kampf verloren. Schade. Ich hätte gern hier gegen diesen gewonnen. Aber vielleicht hätte ich auch eine andere Truppe wählen sollen. Es ist manchmal zum Verrücktwerden. Egal. Trotzdem war es eine sehr interessante Runde. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, Leute. Das war's jetzt für diese Grand Arena Meisterschaft. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir wieder einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, tschüss, servus und natürlich möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video.